Hi, ich bin's, Gustav mit F. Und heute zeige ich euch den neuen Scharfschützen-Modus. Der Modus, den wir gestern im Stream auf dem Hauptkanal schon richtig durchgefeiert haben und ein paar richtig geile Siege hatten. Jetzt live im Video. Aber bevor ihr anfängt, erstmal ein riesen Dankeschön an unseren Sponsor für heute, Swagbucks. Swagbucks ist eine Seite, auf der ihr euch kostenlos anmelden könnt, um danach Geld damit zu verdienen. Für Steam-Guthaben, PSN-Karten. Wenn ihr euch da angemeldet habt, könnt ihr an Umfragen teilnehmen. Ihr könnt Spiele spielen oder Werbevideos gucken. Das Ganze ist ultra einfach und ihr könnt euch einfach in den Link der Beschreibung benutzen, um euch da anzumelden. Als ich das erste Mal davon gehört habe und das Angebot bekommen habe, habe ich auch gedacht so, ah, ich weiß ja nicht, was ist das denn, wie, ihr könnt ja Geld verdienen. Aber die Erfahrungen, die Leute mit dieser Seite gemacht haben, die ich sofort gefunden habe, ich habe es so erstmal gegoogelt, ne, könnt ihr natürlich auch gerne tun, die sind so positiv ausgefallen, dass ich gedacht, okay, dafür kannst du Werbung machen. Also, da gar keinen Stress machen, falls ihr Bock drauf habt, ein paar Dollar, ein paar Euros mit dazu zu verdienen, wenn ihr Zeit übrig habt, dann könnt ihr euch da gerne anmelden und einfach mal ein paar, wie gesagt, Umfragen starten oder ein paar kleine Spiele spielen. Danke nochmal auf jeden Fall an Swagbucks dafür. Aber jetzt gehen wir weiter. Salty Springs ist meine Stadt. Ich werde dort am glücklichsten. Hängt immer davon ab, wie viele jetzt da landen. Teams sind natürlich immer eine unberechenbare Gefahr. Einzelne Leute kannst du immer einschätzen. Letztendlich so, ja, okay, da ist der. Von mir aus hat er den Skin. So, da kannst du ein bisschen was einschätzen. Aber wenn du jetzt einen auf, ne, so, keine Ahnung, da ist jemand. Okay, heißt noch gar nichts auf die in Squads. Das könnten, die könnten halt, die Kollegen könnten überall von dem sein und mich schon umlaufen haben oder sonst was. Also da muss man extrem aufpassen. Er springt halt einfach runter. Ich guck mir da an und vielleicht zeigt er sich nochmal. Irgendwie nicht, ne? Irgendwie nicht. Ist hier jetzt echt niemand wieder gelandet? Doch, da ist jemand drin gelandet. Oh. Ja, ist so schwer. Ich finde, wenn jemand springt, kann ich halt nicht sinnvoll Sniper schießen. Weil ich absolut nicht weiß, wo er sich gerade befindet. Ich kann die Höhe nicht abschätzen. Klar, die Richtung und so weiter ist von mir aus klar. Aber die Höhe, puh, gar nicht. Wir nehmen uns erstmal das hier. Dann müssen wir langsam einen Revolver finden, würde ich sagen. Weil ohne Revolver wird es dann doch schwer. Falls dich halt jemand mal pusht, ne? So. Ja, da ist er doch. Da ist er doch. Kommen die jetzt oder was machen die so? Was ist euer Gameplan? Oh. Okay, zwei Leute da oben drauf. Ich habe keine gute Position natürlich, deswegen muss ich im besten Fall irgendwie wegkommen hier. So. So. Was machen die jetzt? Pieken die nochmal oder? Ja, nein, vielleicht. Sieht nicht gut aus. Sieht nicht gut aus, was die machen. Nämlich gar nichts. Sind die weggelaufen? Are you sure? Oh, hier. Okay. Alter Schwede. Das war krass. Also, dass ich da einen Headshot mit dem Revolver gemacht habe, grenzt absolut an Lächerlichkeit. Und auch ansonsten nichts anderes. What? Ja, ich habe einfach mal mir die Zeit genommen, darauf zu schießen. Und ich dachte so, ach, vielleicht triffst du einen Schuss oder so. Aber was? Da in den Headshots zu landen. Damn. Okay, nice. Nehme ich gerne an. Dankeschön. Nice. Guter Anfang für eine Runde. Like, really, really good. Krass, Mann. Jetzt müssen wir auf 200% im besten Fall kommen. Und dann gucken wir weiter. Oh, yes, baby. Yes, 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 yes. Wobei ich, das sage ich immer wieder, ich finde eigentlich Bolt Action Sniper ist die blaue gefühlt genauso gut wie die goldene, weil den Schaden, den sie in den Körper macht, der interessiert mich gar nicht. Ich will einfach nur in den Kopf schießen und Leute sofort töten. Und da sind alle drei Bolt-Action-Sniper genauso gut. Deswegen, na, das ist nicht so wichtig. Schade, dass hier nur so wenig gelandet sind. Hätte nicht gedacht, dass ich die so kriege. Die wollten halt richtig sneaky sein, ne? Der eine hat sich ja so angeschlichen. So, die waren nicht, ja, keine Ahnung, was, ob das jetzt schlau oder gut war von denen, dumm. Aber war eine interessante Taktik. Und auf jeden Fall etwas, womit ich nicht gerechnet habe, ne?
Es war auf jeden Fall etwas, womit ich nicht gerechnet habe. Und dadurch war es gar nicht so ineffektiv, dass sie natürlich dann es nicht geschafft haben. Ja gut, ja, das... eine taktische Ausführung ist immer was anderes als die Idee davon. Oh, ich loote mich hier erstmal voll natürlich. Ich loote mal komplett die Stadt hier zu Ende. Oder einigermaßen, sagen wir es mal so. Und dann ja, gucken wir nach anderen Gegnern. Ich würde schon gerne so 10 plus Kills machen. Und vor allen Dingen will ich einen Sieg haben. Das ist das Wichtigste eigentlich. Und dann, und vor allen Dingen, nein. Vor allen Dingen will ich heftige Games haben. Like, seriously, richtig, richtig heftige Games. Darüber würde ich mich am meisten freuen. Es ist sehr, sehr wichtig, hier über 100% zu bleiben. Damit man nicht One-Shot für eine Sniper-Bunny-Shot ist. Also, dass man nicht einfach in den Körper geschossen werden kann und dann einfach plötzlich stürmt. Das ist, das wäre nämlich sehr bitter. Okay, das ist gut. Das ist wunderbar. Ja, nur Sniper. Ich würde gerne, logischerweise... Ist die hier drin, oder was? Also, ich würde gerne einen blauen Revolver bevorzugt haben. Das wäre so das Beste, was ich haben könnte jetzt. Aber ein grüner Revolver ist doch schon mal ein Anfang. Nice. Es wird. Da oben ist jemand. Okay. Ich weiß, dass ich hier hoch kann. Upsala. Also da vorne hat jemand geschossen. Zwar sehr nah. Wir gehen gucken. Ich halte mich hier nicht zurück. Okay, jemand hat gerade um mich geschossen. Einmal getroffen. Das war ein anderer, oder? Weil zwei Sniperschüsse überlegt keiner. Oh, das sind zwei Teams sogar, ja. Okay. Ich merke, ich habe ein leichtes Problem. Ich muss jetzt mal den Chuck-Jack nehmen, also den Saufkrug. In der Stadt sind jetzt auf jeden Fall Leute. Die hätten mich ja auch böse überraschen können. Wenn ich dann nicht dabei wäre, also wenn ich nicht rausgegangen wäre. Aber ich bin aus der Stadt raus und ich habe diesen einen Typen gerade geholt. Der auf jeden Fall schießen konnte, muss man sagen. Und ich habe die einen da eben, die in einem Team waren, halt beide gut verletzt, aber halt nur verletzt. Ich habe gedacht, eigentlich habe ich zu einem Typen zweimal getroffen. Aber das geht ja gar nicht mit Bolt-Action-Snipern. Das müssen also zwei Leute gewesen sein. Oh, da läuft ein Busch rum. Ach, schade. I've tried it. Okay, aber da sind drei Leute ungefähr. Also mindestens. Es könnten noch vier sein. Who knows? Okay. Da sind also mindestens drei Leute, sagen wir es so. Das ist das, was ich weiß. Das ist natürlich spannend zu wissen. Okay. Ist das der Busch von da eben? Oder ist das ein anderer Busch? Hä? Der hatte mich nicht bemerkt? Oder was macht der? Ja, das sind schwere Schüsse, wenn er sich so bewegt, ne? Oh, mein Aim war gerade auch nicht gut, muss ich sagen. Ich versuche jetzt nochmal versuchen. Hm, den haben wir getroffen, okay. Immerhin haben wir den angetroffen. Okay, müssen wir natürlich pushen, ne? Keine Frage, jetzt haben wir schon zwei Leute gedownt. Dann müssen wir pushen. Was machst du, wenn ich fragen darf? LOL, let's go, Mann! Dreier-Team ausgelöscht, oder was? Oder nee, das waren zwei Teams, ne? Den einen Typen, den ich da hinten ausgelöscht habe. Ich glaube, der hat nicht dazu gehört. Meinst du? Was meinst du denn? Ich weiß es nicht. Ich glaube, der ist nicht gestorben. Aber müssen wir gleich nochmal nachgucken. Müssen wir gleich mal nachgucken jetzt hier. Ich laufe da einfach hin. Wie weit muss ich? Geht so. Da, okay, ja, das waren zwei Teams, glaube ich. Was macht er? Nein. Ah, falsche Waffe gehabt.
Okay. Sorry, ich hatte die falsche Waffe gewählt, deswegen kam ich nicht zurecht damit. So, wo sind die Kollegen? Das wird natürlich jetzt interessant. Hallo? Where are you guys? Das war ein Anfänger, ich weiß. I know that too. Aber ich nehme die Kills an. Okay, ich muss weiterlaufen. Ich nehme doch solche Kills gerne an. Krass. Okay, 7 Kills, 24 noch übrig. Ja, ich fühle mich wohl. Wir haben auf jeden Fall ein paar schöne Snipes hinbekommen. Bei dem Spielmodus muss ich mich so konzentrieren irgendwie. Ich finde das voll schwer. Aber es macht mir mega Spaß, aber ich finde es voll schwer. Also, nicht bei dem Spielmodus. Der Punkt ist, dass ich Solo Squad spiele. Solo Squad finde ich sehr, sehr anstrengend. Positiv anstrengend, aber anstrengend. Letztendlich. Letztendlich ist es halt einfach wirklich schwer. Oh Gott, guck mal, was die sich da gebaut haben. Ich laufe weg davon. Ich komme Bock zu. Einfach eine gute Runde bisher. Aber so eine Runde zählt ja quasi nichts, wenn man nicht gewinnt. Was macht der denn da? Junge, ich kann. Du kannst solche Leute nicht abschießen, ne? Ich weiß nicht, was ich bei so jemandem machen soll, weil ich. Ich weiß nicht. Der läuft so komisch. Ich einfach keine Lösung dafür habe, wie ich ihn angreifen soll. Den Quickscope hast du dir verdient. Ey, komm. Dankeschön. Ach, hier ist ja. Ach so, ich dachte, kann man hier. Da wo er ist, kann man reinlaufen. Der hat sich da einfach irgendwie festgebaut, ne? Oh Mann, ey. Das tut mir jetzt auch ein bisschen leid. Das sind irgendwie. Die haben ein Team, die Leute. Aber die laufen trotzdem alleine rum hier. Ich habe ihn getroffen, den zweiten Schuss, aber da war noch diese Invincibility-Sache drin. Oh, Headshot kassiert. Oh! Okay, nice, Mann. Da sind wir dabei. Das ist prima. Viva, ich schieß dir den Kopf. Ja. Krass, Mann. Hätte ich das nicht gedacht, dass wir das so schaffen. Okay, die da drüben machen mir Angst. Zu Recht wahrscheinlich auch. Aber der hat mich auch schon gut getroffen, so ist es nicht. Aber der Kopfschuss und dann, also, mit dem Revolver. Schade, dass ich ihn nicht mit der Sniper getroffen habe. Das ist halt schon mit dem Bolt Action, da musst du halt langsam manchmal richtig lange warten, bis du endlich schießen kannst wieder, ne? Wenn du besonders so wie ich jetzt gerade nicht gut nachgeladen warst. Ich glaube, da ist wirklich jemand. Obwohl. I don't know. Oh, ich hab kurz gedacht, ich habe die nicht nachgeladen. Ist da jetzt jemand oder nicht? You never know. You never know. Okay, wir haben immer noch. Alles eigentlich so in Ordnung, soweit ich das beobachten kann. Ich bin eigentlich zufrieden damit. Mit den Sachen, die wir hier haben. Da unten ist niemand. Ich denke nicht. Ich denke nicht. Okay, wir haben unsere 10 Kills. Ich habe gesagt, zweistellig würde ich gerne werden. Das haben wir jetzt schon 10 Kills. Das müssen wir nur noch gewinnen. Nur noch. Das ist gegen Squads nicht einfach. Ich könnte noch einem Vierer-Squad begegnen am Ende. Und dann, das wird mehr als schwer, wenn die pushen. Klar, ich kann die langsam vielleicht wegpieken. Oh nein, er trifft mich auch noch. Come on. Okay, da drin ist jemand, ja. Oh, wenn jetzt jemand mich hier anschießt. Ist doch nicht so schlau gebaut gerade. So. Okay, die bauen da. Ist auch drin, ja. Oh ja. Sorry, Bro, aber die höhere Position ist mir gerade einfach mehr wert. Also ich gehe da auf jeden Fall hoch. Wir snipen hier. Das ist, da ist die höhere Position alles. Boah, stell dir mal vor, ich hätte den getroffen. Das wäre ein Skandal gewesen. Ohnegleichen. Oh. Einmal getroffen, immerhin. Oh, die sind nicht drin. Er springt drüber, glaube ich. Okay, ich muss mal beide Waffen nachladen. Aber wir haben den einen Typen gerade getroffen. Das fand ich sehr lobenswert. Der Typ will sich in seinem Haus verstecken, oder was? Oder ist da noch jemand? Ich glaube, der will sich in seinem Haus verstecken. Ich muss mal gucken, dass ich die jetzt irgendwie kriege, weil ich habe das Gefühl, das sind die Guten. Die einigermaßen Guten zumindest. Okay.
Sind die jetzt auch in dem Haus da oder was? Da kommen Leute, okay. Oh Gott. Schade. Ah, ich muss nachladen. Nein, bitte, 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 bitte. Was macht der? Ach, da. Oh, wie habe ich den verfehlt? Oh. Mm. Jungs, was macht ihr denn da jetzt mit Spitzhacke, ja? Mit fucking Spitzhacke geht ihr auf den los. Ich glaube es nicht, was ich da sehe. Den haben wir komplett getötet. Schön, dass er nochmal da hoch ist. Was machst du jetzt? Oh Mann. Alter, oh, solche knappen Schüsse. Ne? Ihr merkt schon, ich will eher snipen, als die anderen Sachen benutzen. Der oh. Nice, und noch drei andere haben wir übrig. Da unten ist einer. Ja, mehr weiß ich nicht. Mehr weiß ich eigentlich gar nicht. Hm. Es sind anscheinend echt fast nur noch Einzelspieler, wenn sogar nicht nur Einzelspieler übrig. Mal sehen. So, einfach mal kurz hochbauen. Falls mich jemand von hinten pusht, ist aber halt nicht, ne? Muss man nicht so viel Angst haben in diesem Spielmodus, dass jemand mit der Shotgun kommt oder so. Okay, ich muss ausfindig machen, wo die Gegner sind. Wie gesagt, einer in dem Haus da, das weiß ich. Oh, was macht der da? Hat sich da reingebaut, oder? Ich muss gucken. Hm, schade. Kurz nachladen. Oh, der piekt. Hm, schade. Hätte ich da ein bisschen tickend früher reagiert, ne? Dann wäre alles gut gewesen. Jetzt geht er ins Haus rein, bestimmt. Macht ja auch Sinn. Für ihn jedenfalls. In seinen Augen macht das Sinn und das ist gut so für ihn. Hm, wo sind die anderen, ne? Die könnten halt echt jeden Moment hier rüberkommen. Mal sehen. Und die müssen anscheinend zu uns. Ich geh noch mal gucken, ne? Also wir haben ja jetzt noch... Oh. Auf was hat er geschossen? Ah, da. Das war so schwer zu treffen. Was machst du, mein Freund, hä? Ja, ich muss anladen. Oh Gott. Ich glaube, der andere ist auch hergekommen. Deswegen muss ich mir gerade ein bisschen schneller bauen hier. Ich glaube, ich habe noch weitere Schritte gehört. I'm not sure. Muss ich erstmal gucken, ob der andere sich das getraut hat. Aber schön, wir haben wirklich alle, quasi alle letzten geholt. Und das finde ich immer lobenswert. Mehr oder weniger alle. Einer hat mindestens gefehlt. Ich meine gehört zu haben, dass er kam. Aber wenn ja, dann muss ich natürlich hier tierisch aufpassen, dass er nicht in einem fucking Busch steht und mich töten will. Also will auf jeden Fall. Wäre, also, keine Ahnung. Wir haben gerade die letzten geschossen. Also, sehr dumm, wenn er nicht gekommen wäre, ne? But what do I know, wie gut dieser jene Spieler ist? Und außerdem habe ich High Ground. Das würde ich auch... da würde ich böse werden an seiner Stelle, wenn ich den High Ground behalte. Wo ist er wohl? Das sieht sehr verdächtig aus. Wo ist der Typ jetzt? Ich habe den gehört. Jetzt sei nicht so, Mann. Oh, da ist er. Aha. Das war nice von. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Oh, Baby, was haben wir? 15 Kills wie gestern. Ja, also Solo-Squad 15 Kills. Da lobe ich mir doch. Da waren aber echt viele einzelne Leute am Ende. Also eigentlich alle nur noch. Aber hey. Nehme ich gerne an. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Nicht zu vergessen, wie gesagt, erster Link in der Beschreibung. Geht zu Swagbucks, falls ihr ein bisschen Zeit habt und Bock habt, ein bisschen Geld zu verdienen. Das ist auf jeden Fall eine coole Möglichkeit. Guckt es euch zumindest wenigstens mal an. Ich meine, letztendlich, was hält euch davon auf,
es zu probieren. Letztendlich, wenn es euch nicht passt, dann halt nicht, ne? Ist einfach nur so eine Möglichkeit. Wie gesagt, wenn ihr Zeit habt, könnt ihr noch ein paar extra Euro verdienen und euch vielleicht ein paar DLCs von irgendwas kaufen. Oder zum Beispiel hier mit etwas Guthaben so einen schönen Skin kaufen, wie ich jetzt habe. Okay, den habe ich nicht gekauft, den habe ich erspielt. Aber den Battle Pass habe ich damit gekauft. Ja. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns vielleicht demnächst zu einem Stream. Wer weiß, ne? No one knows. Ciao.